Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Liebesplanet Venus steht den ganzen Monat über in eurem Partnerhaus. Ihr dürft also mit Flirts und Liebesbegegnungen in Hülle und Fülle rechnen. Gegen Ende des Monats lauern aber sogar für die diplomatischen Waagen einige Fettnäpfchen. Wie ihr damit umgehen könnt, dazu gleich mehr. Erst noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu gewinnen gibt bei mir. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Kommen wir jetzt erstmal zu den langfristigen Konstellationen, die länger auf euch einwirken als nur diesen einen Monat. Da ist zum einen Glücksplanet Jupiter, der in eurem Zeichen steht und euch mit seiner schönen kosmischen Energie versorgt. Das ist ein ganz toller Aspekt, der macht euch beliebt, populär, bringt viele Chancen. Leute werden auf euch aufmerksam, auch beruflich. Ne? Ist nicht nur für die Liebe ein guter Aspekt, sondern auch beruflich. Ihr habt Begegnungen, es bilden sich neue Allianzen. Also es ist rundherum ein wirklich toller Aspekt für die Waagegeborenen. Und diesen Monat haben wir zusätzlich auch noch vom 7. bis 13. eine sehr schöne Konstellation mit Mars dabei. Mars, Jupiter, und das ist natürlich besonders sexy und macht euch nochmal anziehender und gibt euch ganz viel Schwung. Und das alles merken in diesem Monat besonders diejenigen, die vom 5. bis 11. Oktober Geburtstag haben. Dann haben wir weiterhin den etwas schwierigen Aspekt, das Quadrat von Pluto, der hier eine Spannung auf die Waagesonne wirft. Und das spüren auch viele Waagegeborene. Die haben dann zwar gleichzeitig Glück und Chancen durch Jupiter, aber sie erleben auch einige Dramen, gerade auch im Bereich der Familie. Jupiter steht hier bei euch im Sonnenhaus der Familie. Es kann dort also zu dramatischen Entwicklungen kommen, auch Verlusten kommen. Es muss aber nicht unbedingt die Familie sein, je nachdem, wie das auch in eurem individuellen Horoskop aussieht. Auch dort können Dinge eben passieren, die dieses Glück dann wieder trüben. Also es wirken dann beide Aspekte so ein bisschen gleichzeitig auf euch ein. Insofern ist es nicht nur eitel Sonnenschein für die Waagegeborenen. Und den Pluto spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 11. und 15. Oktober Geburtstag haben. Dann habt ihr noch die Opposition zu Uranus. Also Uranus steht eurem Zeichen genau gegenüber. Und das ist ja so der Planet fürs Wilde, fürs Plötzliche, fürs Interessante und Aufregende. Und der bringt viele aufregende Begegnungen, hat auch so manche Waage dazu angestiftet, sich trennen zu wollen, weil der den Wunsch bringt, sich zu befreien und auch neue interessante Leute, sodass es manchen Waagen passiert, dass sie ihre bisherige Beziehung langweilig finden. Es kann auch passieren, dass ihr euch in der bestehenden Beziehung alleine fühlt, weil Uranus auch manchmal so eine Distanz in die Beziehung bringen kann, wenn er im Partnerhaus steht. Alle Waagegeborenen, die sich davon betroffen fühlen, denen rate ich immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch trennen, trennt euch erstmal auf Zeit und guckt mal, ob ihr euch dann nicht doch vermisst. Denn mit Uranus sollte man nicht gleich endgültige Konsequenzen ziehen. Diese Veränderung, die kann sich auch nochmal ändern und es ist dann sehr schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, solange man unter dem Einfluss steht. Und diesen Einfluss spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die vom 17. bis 22. Oktober Geburtstag haben. Gleichzeitig haben dieselben Geburtstagskinder aber auch einen Aspekt von Saturn, der hier Ende Schütze steht und damit in einem ganz guten Aspekt zur Waagesonne, der wirkt stabilisierend und zeigt, dass ihr auch Unterstützung dabei bekommt, bei dem, was ihr so vorhabt. Deswegen wäre da vielleicht die Idee, wenn ihr also durch Saturn den Wunsch habt, euch zu befreien, das wirklich erstmal ganz realistisch zu probieren, wie gesagt, durch eine Trennung auf Zeit oder durch andere Dinge, die ihr ausprobiert oder auch durch eine Aussprache, das Ganze eben immer mit sehr realistischer Grundlage. Und dann schaut ihr mal, was dann wirklich auch die Konsequenzen daraus sind. Dabei hilft euch jetzt Saturn. Und da kommt dann aber in diesem Monat vom 25. bis 29. Mai noch eine Opposition von Mars dazu. Mars wird eben hier in Spannung zu dem Saturn gehen und dann kann die Stimmung sich nochmal ein bisschen aufheizen. Da müsst ihr dann gucken, dass ihr dann da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Aber da komme ich gleich noch zu, wenn es um die aktuellen Konstellationen geht. Und da steigen wir dann jetzt auch schon ein. Zunächst mal schauen wir uns den Neumond nochmal an, der die Stimmung vorgibt. Am 26. April, der steht im Stier für euch im 8. Haus. Das ist das Haus der
festen Beziehungen und der festen Abmachung. Also ist das für euch Thema? Denkt darüber nach, was ihr in eurer Partnerschaft für Abmachungen habt, vielleicht auch Anschaffungen, Geld spielt eine Rolle. Die Stierplaneten stehen auch für Geld. Manche Wagen schaffen sich was Großes an und haben damit eben jetzt auch zu tun, müssen sich damit auseinandersetzen. Und da ist es dann ganz wichtig, dass ihr mit dem festen Partner an einem Strang zieht und euch genau absprecht. Denkt da mal drüber nach zu Neumond, wie ihr das in den kommenden 4 Wochen gestalten wollt. Auf jeden Fall sind da gute Gespräche auch möglich in diesem Monat. Ab in der zweiten Monatshälfte, da wird nämlich auch der Merkur dort hineingehen und dann könnt ihr da nochmal euch ein bisschen sortieren. Dann haben wir ja Tanz in den Mai am 30. Das ist eine spannende Konstellation, weil ihr eben im Partnerhaus hier den wilden Uranus habt und Merkur dabei. Da können sich sehr witzige Begegnungen ergeben. Und insofern, weil ihr ja auch Jupiter im ersten Haus habt, seid ihr sowieso populär. Also wenn ihr Lust habt, solltet ihr da auf jeden Fall losziehen. So, 1. Mai. Die Sonne steht weiterhin im Stier bei euch im Ehehaus. Dann haben wir die Venus den ganzen Monat über im Widder in eurem Beziehungs- und Begegnungshaus. Und das spüren die Geborenen der ersten Dekade vom 1. bis 10. Mai besonders, dann zweite Dekade 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade vom 27. Mai bis 5. Juni haben die Venus dann in Opposition. Das ist sehr, sehr prickelnd. Schöne Begegnungen und das Beziehungsthema ist halt sehr stark betont dadurch, weil die Venus natürlich die Beziehungsenergie da reinzieht und im Widder auch sehr forsch ist und sehr ja, zupackend ist. Ne? Also da könnt ihr wirklich sehr gut die Initiative auch ergreifen oder ihr begegnet eben Leuten, die auch beherzt euch beflirten und die Initiative ergreifen. Der Merkur steht ebenfalls im Widder zu Beginn des Monats und bleibt dort noch bis zum 16. Mai stehen. Und dann habt ihr eben diesen tollen Aspekt mit Mars. Der steht im 9. Haus im Trigon zur Waage Sonne. Günstiger Aspekt. Und diesen Aspekt bekommen die Geborenen der ersten Dekade vom 1. bis 7. Mai, zweite Dekade vom 7. bis 21. Mai und dritte Dekade vom 22. Mai bis 5. Juni. Und das ist der Aspekt ist sexy, weil Mars steht ja eben auch für die sexuelle Energie, die Triebenergie. Und wenn der günstig zur Sonne steht, dann ist man eben voller Vitalität und hat auch viel Lust. Hat auch einfach viel Lust. Manche leben das auch sportlich aus. Und er steht im 9. Sonnenhaus. Das bedeutet, dass auch Pläne und Reisen jetzt unter guten Sternen stehen, dass ihr dafür Schwung habt, wenn ihr Lust habt, was zu unternehmen, vielleicht zu den Feiertagen im Mai. Das ist also sehr günstig. Dann haben wir am 3. eine wichtige Konstellation. Da wird nämlich der Merkur dann abends wieder direktläufig und das Ganze auch bei euch im Partnerhaus. Sollte es also Missverständnisse gegeben haben, vielleicht auch mit einem neuen Flirt, dann würden die sich jetzt langsam wieder ausbügeln lassen und das Ganze auch noch auf eine witzige und humorvolle Art, weil es bei Uranus steht, Merkur-Uranus, das heißt immer, es ist ein guter Humor in der Luft und die Wagen sind ja sowieso sehr inspirierte und inspirierende Menschen, die da auch für empfänglich sind oder eben auch selber oft einen guten Humor haben. Da lässt sich dann vieles einrenken, was vielleicht schiefgelaufen ist im April. Genau, und da bleibt der Merkur dann bis zum 16. Mai euch erhalten. Dann am 2.5. habe ich gleich einen Top-Tag für euch gefunden, wenn nämlich der Mond hier die Venus bei euch im Partnerhaus aktiviert. Das ist ein schöner Aspekt, der da die Liebesenergie und die Begegnungsenergie für euch verstärkt. Vielleicht auch über Freunde, indem ihr mit Freunden ausgeht oder was zusammen unternehmt. Ja, dann habe ich wieder einen Top-Tag für euch am 7. Hier am 7., das ist Sonntag, das ist auch ein schöner Tag, da ist der Mond in der Waage bei euch im Zeichen, aktiviert hier den Jupiter, aktiviert den Mars. Super schöne Konstellation und steht auch dann hier in Harmonie zur Lilith. Diese Mars-Lilith-Opposition, die ist für euch auch recht anregend. Die gilt so ab Tanz in den Mai und dann so bis zum 4., 5. Da die bei euch ins 9. und 3. Haus fällt, wird die euch sehr anregen. Ja? Also gute Gespräche, witzige Ideen, interessante Begegnungen. Also das ist auf jeden Fall für euch ein günstiger Aspekt. Und vielleicht auch prickelnde Affären, je nachdem. Aber da werdet ihr sicherlich was von haben. Dann haben wir den Vollmond. In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai findet der ja statt.
und findet jetzt bei euch auf der sogenannten Werteachse statt. Also einmal hier geht es um euren Selbstwert und um gemeinsame Werte. Ich habe ja gesagt, zu Neumond mal drüber nachdenken. Wo wollen wir gemeinsam hin? Was haben wir ausgegeben? Wie kommen wir damit klar und so weiter? Und der Vollmond wirft dann vielleicht ein Licht schon drauf, ob ihr damit weitergekommen seid oder gibt euch da eine Erkenntnis, wenn es nochmal darum geht, wie ihr da gemeinsam wirtschaften wollt und könnt. Und Single-Wagen, für die ist das eben auch eine gute Gelegenheit, um darüber nachzudenken, was sie brauchen, um ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und an sich ist dieser Vollmond auch gut für fest liierte Wagen, weil er eben dann auf dieser Ebene stattfindet. Könnte also auch eine leidenschaftliche Nacht werden, wenn ihr euch dafür Zeit nehmen könnt. Dann haben wir einen Top-Tag am 12., nein, erstmal den 11., genau, da ist ja diese Konstellation, dass der Mars hier direkt im Quadrat zu dem Neptun steht. Also das könnte für euch bedeuten, dass eine berufliche Situation ein bisschen schwierig ist oder unklar ist oder Pläne und Aktivitäten, die ihr hier eigentlich angefangen habt, ne, Mars im Haus der Pläne oder vielleicht auch eine Reise, die ihr unternehmen wollt, dass die vielleicht durch eine berufliche Verpflichtung sich wieder in Luft auflöst. Das könnte sein, oder dass jemand aus dem Job vielleicht da heimlich irgendwas unternimmt gegen euch. Da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Was die Liebe angeht, kann dieser Aspekt eben auch heißen, dass man was Heißes anfängt, aber dass da eine gewisse Täuschungsgefahr besteht. Ne, aber was halt wieder super für euch steht, ist einfach hier Mars, der einen guten Aspekt auf den Jupiter, der bei euch im Haus steht, bildet, was eben sexuell wieder toll ist. Ne, also vielleicht heiße Affäre, One-Night-Stand, vielleicht auch auf einer kurzen Reise, dass ihr da jemanden kennenlernt, aber es lässt sich vielleicht nicht in den Alltag integrieren. Ihr habt am 12., am Freitag, den 12., aber einen Top-Tag, wenn die ganzen Göttinnen zusammenstehen. Da haben wir hier Lilith im Schützen, zusammen mit dem Mond im Schützen und die aktiviert die Venus, die bei euch im Partnerhaus steht, ist sicherlich eine sehr, sehr prickelnde und inspirierende Konstellation für euch. Besonders, wenn ihr euch eben für das Thema die wilde Göttin interessiert. Genau. Dann am 16. Mai geht der Merkur in den Stier und damit dann wieder in euer Ehehaus. Also da beginnt dann nochmal eine gute Phase bis zum Rest des Monats für Gespräche, ne, über eure gemeinsamen Werte und Anschaffungen, das, was ihr so vorhabt, wo ihr zusammenlegt, wo ihr gemeinsam in der Verantwortung seid. Kann man dann gut drüber reden in dieser Zeit. Dann ab dem 19. haben wir ja die heiße Phase mit der Venus und die ist für euch natürlich besonders wichtig, weil die Venus ja in eurem Zeichen herrscht. Was die also macht, beeinflusst euch sehr stark. Es geht super gut los. Tolle Begegnungen, absolut geniale Flirtkonstellationen. Und auch die gebundenen Wagen laufen dann so ein bisschen Gefahr, vielleicht in einen Fremdflirt hineinzugeraten. Also es ist erstmal super vielversprechend. Und dann geht aber ja die Venus hier in Spannung zu Pluto. Und das kann eben bedeuten, dass wieder was in der Familie ist, ja, was dann diese Liebesbegegnungen wieder durchkreuzt, dass ihr da plötzlich wieder abgelenkt seid und dann da parat stehen müsst. Und natürlich nochmal die Geschichte mit den Bad Boys, die ich auch schon in der kosmischen Schwingung erwähnt habe. Es kann passieren, dass ihr euch in jemanden verliebt, der einfach nicht gut für euch ist und dass sich das dann eben auch zeigt. Ne? Erst lässt sich das hier alles ganz toll an und dann Quadrat Pluto stellt sich vielleicht raus, dass derjenige unangenehme Forderungen stellt oder kein Verständnis für eure Situation hat oder euch Druck ausübt. Das steckt dann alles so drin in diesen Aspekten. Und dann gibt es ja aber zum Ende des Monats, kann sich das dann in Wohlgefallen auflösen, aber da komme ich dann gleich noch zu. Am 20. geht die Sonne ins Zeichen Zwillinge und damit dann für euch ins 9. Haus, auch super schön. Die ganze Zeit, wo die Sonne in den Zwillingen steht, habt ihr sie in einem guten Aspekt zur Waagesonne stehen. Das stärkt die Vitalität und die Lust, Pläne zu machen. Genau, und diese Lust, Pläne zu machen, wird dann auch nochmal durch den Neumond ganz deutlich beschrieben, denn der findet dann auch bei euch im Haus der Pläne statt und in einem schönen Aspekt zur Waagesonne. Das bedeutet, zu dem Neumond am 25. Mai wird es Zeit, sich zu überlegen, was ihr für Pläne machen wollt in den nächsten 4 Wochen, vielleicht aber auch für den Rest des Jahres, denn das hat dann auch mit Reisen zu tun und mit der gemeinsamen Gestaltung des restlichen Jahres. Es ist ja oft so, dass man für alles Mögliche eine Jahresplanung macht, bloß nicht für die eigene Beziehung, ja, was man dann so noch vorhat gemeinsam, was man dann vielleicht noch erreichen will. Und dafür eignet sich dann aber
der Monat Juni oder die Zwillingezeit für euch ganz besonders. Genau. Ja, und dann kommt ja diese schöne Konstellation so langsam in Gang, wo die Venus hier auf den Uranus zuläuft, alles in eurem Partnerhaus. Also es wird immer prickelnder und prickelnder. Und gleichzeitig eben hier diese tolle Dreieckskonstellation mit Saturn, der Dauer und Manifestation bedeutet, und dem Mondknoten, der eben auch die Begegnung mit Seelenpartnern andeutet, geht die Venus, ne? Und das bedeutet eben auch, dass vielleicht schwierige Beziehungen dann doch noch sich gut entwickeln oder eben vielleicht auch, dass ihr von Anfang an so ein bisschen die Lockerheit und Leichtigkeit hattet, euch da nicht zu tief einzulassen oder dass es euch gelingt, den Bad Boy zu zähmen, kann ja auch sein. Ne? Süße, charmante Wagen haben da ja auch sehr viele Kräfte. Auf jeden Fall ist das eine schöne Konstellation oder um da auch nochmal von Neuem jemanden kennenzulernen, einfach weil Venus und Uranus ist einfach sehr prickelnd für neue aufregende Beziehungen und gleichzeitig eben seriöse Beziehungen, was hier der Saturn zeigt. Und dann gibt es aber hier noch eine kleine Blockadekonstellation. Saturn, Mars bilden hier eine Spannung. Das heißt also, Pläne müssen unbedingt auf ihren Realitätsgehalt gecheckt werden. Ihr müsst unbedingt aufpassen, dass ihr da schön realistisch bleibt. Dann kann das auch was werden. Und der 30. ist dann für euch auch ein Top-Tag. Wow, jetzt scheint hier gerade die Sonne rein, scheint mir voll ins Gesicht, aber macht nichts. Also der 30. ist ein Top-Tag, denn hier haben wir eben diese schöne Konstellation mit Venus-Uranus. Und ihr bleibt aber trotzdem auf dem Teppich, hier mit Saturn. Und es kann sich herausstellen, dass ungewöhnliche Inspirationen genau richtig sind am Ende. Ja? Also deswegen vertraut da mal ruhig auf eure Intuition. Ja, meine lieben Wagen, soweit also die Konstellationen im Mai für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, dann schaut doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Da findet ihr alle Infos rund um mein Beratungsangebot, verschiedene Beratungen und ihr könnt die Beratung dann auch gleich buchen und bezahlen. Und dann bekommt ihr von mir eine E-Mail und wir machen einen Termin. Und jetzt zur Verlosung. Diesmal gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann braucht ihr mir nur einen netten Kommentar zu posten zu meinen Videos oder auch dazu, wie die Konstellationen für euch passen oder mit Grüßen oder das bleibt ganz eurer Fantasie überlassen. Und bitte meinen Kanal abonnieren, braucht ihr nur hier zu klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und am 6. Mai beginne ich einen neuen Kurs über die Liebessterne. Ist vielleicht für euch auch interessant, mehr dazu auf meiner Webseite. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.